Hallo, Sie sind die tapfere Frau an der Seite des Mannes. Das ist korrekt, ja. Tapfer ist ein gutes Wort. Wollen Sie vielleicht auch noch mal, ich meine, wir können das ja auch mit reinschneiden. Wollen Sie vielleicht auch noch mal einen Teil von Ihrer Sichtweise erzählen, dass Sie einfach mal so sagen, wie das für Sie war? Da ist 2018 Ihr Mann zwischen Tür und Angel mal eben zum Impfen gegangen und danach ist ja die Hölle losgebrochen für Sie. Wie haben Sie das wahrgenommen in der Zeit? Also für mich ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Von jetzt auf gleich, das war mein Mann, das war die Hölle. Zusehends ist er eingeknickt. Von Tag zu Tag schlechter, Verwirrung. Die Krankheit wurde immer schlimmer, es kam immer mehr dazu und das zu verarbeiten war unglaublich. Das kann man keinem Menschen erzählen, das muss man erlebt haben. Ich wurde depressiv, konnte meiner Arbeit fast auch nicht mehr nachgehen. Es war wirklich die Hölle. Das Koma, danach das Aufwachen, ich kann es gar nicht beschreiben. Wir sind beide durch die Hölle gegangen. Also zum Zeitpunkt des Komas wussten Sie ja auch gar nicht, wie das endet wahrscheinlich, oder? Nein, mir wurde von den Ärzten eigentlich immer gesagt, er hat keine Chance. Er hatte erstens diese Lungenentzündung, Stufe 3 von 3 Stufen. Und dieses Guillain-Barré-Syndrom war auch auf Stufe 3 von 3. Also sie hatten mir keine Hoffnung gemacht. Das Fieber war so hoch und ich hatte jeden Tag, also morgens angerufen in der Klinik und später am Abend angerufen in der Klinik, immer mich nach ihm erkundigt. Und sie hatten mir keine Hoffnung mehr gemacht. Das zu überleben wäre ein Wunder, sagten mir die Ärzte. Naja, dann haben Sie wenigstens Und einen Teil des Wunders noch erlebt, aber letzten Endes hat es ja auch alles einen ganz starken Einfluss auf Ihr Leben gehabt, oder? oh ja, natürlich. Man ist eigentlich gar nicht mehr zurechnungsfähig. Also, man kann es halt erklären. Plötzlich ist der Partner weg, der sich auch gekümmert hat um vieles. Der Partner war nicht mehr da. Man in die Hand nehmen, für alles sorgen, er hat gefehlt, überall und lange, lange, lange. Er hat gefehlt und das kann man nicht beschreiben. Das ist, und man weiß, man bekommt wenn man den Partner nochmal bekommt, ist er nicht mehr so, wie er war. Das wurde mir auch von den Ärzten gesagt. Also, dass ich mich auf jeden Fall auf die nächsten 2 Jahre einstellen kann. Minimum, dass es einen Einfluss hat. Minimum, Aber die sind wobei ja die jetzt von schon Maximum 2 Jahren ausgegangen sind. Die sagten mir, überschritten. ja, das ist ja weit überschritten schon, Das ne? ist ja jetzt schon Und überschritten. ist, ja, genau. Und Hatten Sie denn Ihrerseits irgendwelche Bedenken, als Ihr Mann gesagt hat, ich gehe jetzt nachher zum Arzt und gehe zum Impfen, oder hat er Ihnen das vielleicht auch gar nicht erzählt? Und Sie waren überrascht, dass sowas überhaupt passieren kann? Oder war das schon auch bei Ihnen irgendwie im Hinterkopf, dass sowas mal bei einer Impfung passieren kann? Also erstens war ich dafür, für die Impfung. Ich fand das eigentlich eine gute Idee. Wollte mir auch eine Woche später die Impfung verpassen lassen. Und hätte auch nie damit gerechnet, dass irgendwas schiefgehen könnte. Wir hatten uns beide nicht informiert über irgendwelche Nebenwirkungen oder. Und auch selbst an dem Tag, als er ins Krankenhaus kam, und hatte ich das mit der Impfung nur nebenbei erwähnt? Ich wurde ja gefragt von den Ärzten, ob er irgendwelche Medikamente genommen hat, die er normalerweise nicht nimmt, oder
Mit der Impfung, das hatte ich nebenbei erwähnt. Und erst einen Tag später kam das mit der Impfung dann quasi wieder aufs Tapetchen. Das ist, Wer, das ist jetzt interessant. Wer hat denn das aufs Tapet gebracht? Wer hat denn ja, darüber gesprochen? das war eine Ärztin in der Klinik, die er dann war. Die sprach sofort von dem Guillain-Barré-Syndrom. Und dann kam erst der Zusammenhang mit der Impfung langsam ans Licht. Wäre denn die noch erreichbar heute? Könnte Ich kann die. Ihnen noch nicht mal mehr den Namen sagen, denn in Ah. der Zeit kann ich mich an nichts mehr erinnern, was mit Namen oder Daten zu tun hat. Okay. Ich war wie in Trance, das muss ich gestehen. Ja, kann ich mir Da kann vorstellen. ich Ihnen gar nichts mehr sagen. Ich weiß nur noch, es war eine Ärztin, Ja. die mir das erste Mal mitteilte, dass es das Guillain-Barré-Syndrom ist und ich damit gar nichts anfangen konnte, mich dann auch erst im Internet informiert hatte. Aber über Namen oder Daten kann ich Ihnen nichts sagen. Deswegen habe ich auch ein Tagebuch geschrieben von Tag 1 an und mir das Wichtigste aufgeschrieben, was mir abends noch im Sinn Eingefallen war. ist wieder. Ja. Ja, Ohne wobei, das wenn Sie natürlich, Tagebuch. wobei natürlich, wenn Sie die Krankenakte tatsächlich bekommen, kann das ja unter Umständen ein wertvoller Betrag für Ihre Belange sein, Beitrag für Ihre Belange sein, falls sie den Mut hat, dass diese Vermutungen nochmal zu erneuern und zu bestätigen. Das denke ich eben nicht. Nein? Nee, das denke ich nicht. Das waren ja alles nur Vermutungen. Da Naja, würde sich aber Vermutung. wahrscheinlich kein Arzt festlegen. Ja, Fakt ist, dass wenn sie Vermutungen und Verdacht hat, ist sie gesetzlich verpflichtet, das zu melden. Also sie hätte das nicht nur Ihnen sagen dürfen, sondern sie hätte, nach all dem, was ich weiß, da schon selbstständig einen Bericht an das Paul-Ehrlich-Institut schicken müssen. Und wenn jetzt natürlich jeder dieser Ärzte, die Ihnen unter der vorgehaltenen Hand sagen, ich vermute, das war der Impfstoff, und das dann aber nicht ans Paul-Ehrlich-Institut weitergeben, dann passiert genau das, was wir haben, denn es heißt, dass momentan auf jeden Fall, der bekannt ist, mindestens 10 andere kommen, die Dunkelziffer sind. Und das ist ja nicht akzeptabel, sondern wenn jetzt jemand durch irgendwas geschädigt wird, dann hat er einen Anspruch per Gesetz auf Ja. einen Ausgleich und muss nicht noch so ein Martyrium erleben, wie Sie es erlebt haben oder wie es Ihr Mann erlebt. Das ist meine Meinung. Ja, das ist ja, aber ich kann Ihnen auch nicht sagen, wer es gemeldet hat, ob die Klinik daran beteiligt war. Wie Sie sagen, das war alles hinter vorgehaltener Hand. Ja. Es wurde nie definitiv, also es wurde nie gesagt, es ist definitiv von der Impfung, also in der Klinik. Okay, Es wurde nur der Verdacht geäußert. das ist was ein Wissenschaftler immer so tut und wahrscheinlich ein Arzt auch, ja. Solange man nicht den ultimativen Beweis erbringt, ist es normal, dass man immer im Verdacht oder im Möglichen bleibt oder dann sagt, oder von Wahrscheinlichkeiten spricht, dass das was wie ist. Aber der zeitliche Zusammenhang mit dem, was sie erleben, oder erlebt haben, zu dem, was im Beipackzettel steht, ist ja nun mal wirklich verblüffend. Ja. Und ich weiß nicht, welche Auslöser und Trigger es sonst noch für das Guillain-Barré-Syndrom gibt. Dazu habe ich mich zu wenig mit der Krankheit beschäftigt. Ich habe es auch nur oberflächlich jetzt nachgelesen, nachdem wir in Kontakt gekommen sind. Dann per Aktenlage einfach zu sagen, April, April, das ist nicht. Und noch nicht mal eine Untersuchung gemacht zu haben, das ist was ich persönlich, ja, das geht nicht. Also das ist eine Sauerei, die natürlich, wo natürlich nachgebessert werden muss. Das kann nicht sein, dass man sie da mit ihrem Mann so im Regen stehen lässt, bei den Folgen, die das jetzt für ihre Lebensqualität hat. Es ist schon, ich meine, wir möchten ja nur das, was uns zusteht. Genau. Ne? Wir wollen keinen Cent mehr, nur ein Lohnausgleich, nur das, was uns zusteht, dass wir einigermaßen normal weiterleben können.
Das ist ja so, es ist ja, wir haben solche Einbußen. Mein Leben hat sich total verändert, das der ganzen Familie hat sich total verändert. Und wenn es dann finanziell auch nicht stimmt, ja, das, was bleibt? Was bleibt? Die Hoffnung stirbt, ja, es ist wirklich so. Ich finde keine Worte. Haben Sie denn schon jetzt eine Einladung bekommen für die Impfungen, die aktuell gerade so Thema Nein, sind? nein, nein, beide nicht. Wir hatten mit unserem Hausarzt darüber gesprochen, dass es wohl für uns nicht in Frage kommt. Gut, mein Mann darf sowieso nicht. Ja. Und ich habe ihm auch gleich mitgeteilt, dass das für mich also gar nicht in Frage kommt. Ich bin also ein absoluter Impfgegner geworden. Also aus der Erfahrung Ja. raus, aber Ja, natürlich. betrifft es jetzt alles? Würden Sie jetzt auch sagen, keine Ahnung, Tollwut, Tetanus oder all diese Sachen, sind Sie jetzt genauso vorsichtig geworden Habe ich oder mir ist noch es keine Gedanken gemacht? okay? Nein, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht über die herkömmlichen Impfungen. Tetanus werde ich wahrscheinlich alle 10 Jahre wiederholen. Ging ja bisher auch gut. Ging ja bisher gut. Habe ich Ja. auch nichts gehört, was irgendwie nachteilig war oder Ja. mich auch nicht darüber informiert. Aber alles, was außergewöhnlich ist an Impfungen, sprich Corona, werde ich den Teufel tun und mir das verabreichen lassen. Ja gut, hier ist auf jeden Fall ja nicht bekannt, was an Langzeitfolgen möglich ist. Und Genau so ist es. man hat ja auch in der Presse schon einiges nachlesen können über Thrombosen und tatsächlich Ja. Nebenwirkungen, die da sind. Interessanterweise spricht man immer nur über einen speziellen Stoff, Ja, korrekt. wobei die Zahlen bei den anderen auch nicht prickelnder aussehen, wenn man es mal Ja, genau beim Paul-Ehrlich-Institut anschaut. meiner Meinung nach interessiert es niemand. Die Leute, die Menschen informieren sich nicht. Denen ist das irgendwo, das ist wie ein Strohhalm, diese Impfung, dass sie bequem weiterleben können. Ja. Ja gut, Aber die könnten Ihnen jetzt vorwerfen, dass Sie damals sich auch nicht informiert haben. Also ja, korrekt. der Punkt ist einfach, Ja. dass wir alle, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, dass wir alle ein gewisses Gefühl haben, was ein Mindestmaß an Schutz vom Staat oder von den Behörden da sein muss. Und wir haben wahrscheinlich das überschätzt, was dann tatsächlich da stattfindet. Ja, das ist. Und dann gibt es natürlich auch tatsächlich die Möglichkeit, dass es halt auch mal tatsächlich schief läuft aus irgendwelchen Ja, Gründen. dass es in die Hose geht. Aber auch dann würde ich sagen, sowohl Sie als auch ich und wahrscheinlich auch Ihr Mann, wir würden alle drei davon ausgehen, dass es ja dafür dann erträgliche Lösungen gibt, die anders aussehen als das, was Sie jetzt gerade erfahren. Das ist richtig, ja. Ja. Man erwartet einfach Hilfe. Man lebt in einem Staat, wo man sich eigentlich wohlfühlt, eigentlich erwartet, dass man sich kümmert und wird dann massiv enttäuscht. Also sowas von im Stich gelassen, das ist mit Worte gar nicht auszudrücken. Das hätte ich nie erwartet. Ich sagte gestern noch zu meinem Mann, wenn wir die Möglichkeit hätten, wir würden auswandern Ja. in einen anderen Staat. Ich fühle mich echt im Stich gelassen. Momentan, ja. Ja. Und nicht nur momentan, das geht jetzt ja auch schon über 2 Jahre so. Ich meine, Das wäre ja, jetzt wie auch. gerade meine nächste Frage gewesen. Wenn Sie jetzt sowas so lange mitbekommen, ja, das hat ja einmal hat die Reha natürlich viel Zeit in Anspruch genommen. Aber auf der Ja. anderen Seite hat ja auch die Reaktion seitens der zuständigen Ämter sehr viel Zeit in Anspruch genommen, beziehungsweise, wie ich jetzt eben vorhin erfahren habe, musste man erstmal diese Klage da anstrengen, weil die ja nicht gearbeitet haben, diese Untätigkeitsklage. Ja.
weil ich das mir überhaupt nicht vorstellen kann, würde ich Sie gerne mal dazu fragen, was hat man denn da für ein Zeitgefühl? Wird man da irgendwann mal zwischendurch unruhig? Denkt man auch mal, warum kommt da nichts? Oder ist man so damit beschäftigt, dass man sich darüber eigentlich gar nicht die Gedanken macht, wieso dauert das jetzt so lange? Nee, das ist eigentlich die Frage, die dich jeden Tag beschäftigt. Das Warten. Das Warten, das Warten. Das ist jeden Tag ein Thema. Jeden Tag. Das geht nicht in Vergessenheit. Das ist jeden Tag ein Warten auf die Post. Das ist jeden Tag ein Warten auf irgendeine Reaktion. Also das ist jetzt nicht bezogen, damit ich das nur noch mal klar auch habe. Es ist nicht bezogen auf eine Besserung des gesundheitlichen Nö. Zustandes, sondern es ist ein Warten auf. Auf die Ämter, auf die Reaktion der Ämter. Genau, okay. Ja, das Und ist wirklich warten. wann wird man da unruhig? Ab welchem Zeitpunkt denkt man da dann irgendwann mal, das darf ja jetzt nicht wahr sein? Können Sie das noch irgendwie grob umreißen von der Zeit Ja, her? nach 6 Wochen eigentlich. Nach 6 Wochen sollte sich doch wirklich irgendeine Reaktion einstellen. Also 6 Wochen Ja. nachdem Sie den Antrag gestellt haben, haben Sie Ja, schon ja, gedacht, ja. Jetzt jetzt. müsste sich was tun. Aber das hat ja sehr viel länger gedauert. Genau. Dann wird man wütend. Dann Ja. kommt die Wut. Und dann irgendwann ist auch Erschöpfung. Das kann man gar nicht. Ja, man ist erschöpft von der Warterei. Man ist erschöpft. Von der Enttäuschung, dann kommt wieder so ein Schwung an Euphorie, weiterzumachen und nicht aufzugeben, aber man ist trotzdem erschöpft. Also im Prinzip macht dieses Warten mürbe, wenn ich das richtig Ja, verstanden habe. das stimmt. Und es ist für sie trotzdem immer ein Auf und Ab, weil letzten Endes bleibt ja nichts anderes als zu kämpfen, zumindest in Bezug Richtig. auf den Alltag und die Gesundheit und so weiter. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass dieses mürbe Machen Teil der Systematik ist, die da dahinter ist? Mit Sicherheit könnte ich mir das vorstellen. Mit Sicherheit. Mein Mann ist ein Kämpfer. Der ist ein wirklicher Kämpfer. Ich stelle mir oft vor, und das Gespräch haben wir auch wirklich oft, wenn er jetzt 6 Jahre älter wäre und diesen Biss nicht mehr hätte, hätte er schon längst aufgegeben. Dann hätte jeder gewonnen, nur wir nicht. Und dieser Biss hat er Gott sei Dank, um weiterzumachen, um durchzuhalten, um weiterzukämpfen. Das wäre sonst schon längst im Sande verlaufen. Hab ja Ihnen ein bisschen was an die Hand geben können von dem, was ich selber herausgefunden habe, nachdem Sie Kontakt aufgenommen haben. Ich hoffe, die Namen und Adressen, die ich Ihnen da vermitteln konnte, geben Ihnen irgendwo ein Stück neue Kraft und auch helfen ein Stück weiter. Halten Sie mich gerne auf dem Laufenden, was da noch kommt. Und was mich natürlich sehr freuen würde, ist, wenn Sie mir irgendwann mal sagen können, Sie haben Gerechtigkeit erfahren, weil ich glaube, man kann viele Dinge ertragen im Leben. Man kann warten, Unglück, Unfall, also Dinge, die einfach nicht beeinflussbar sind, kann man viel ertragen. Aber was glaube ich, alle irgendwie vereint ist, dass eine Ungerechtigkeit nicht zu ertragen ist und dass wir da irgendwo was in uns haben, das bei Unrecht eben, wie Sie es vorhin gesagt haben, da gibt es dann diesen gerechten Zorn, der dann irgendwo sagt, nee, ich gebe das nicht auf und geben Sie nicht auf und bleiben Sie selbstbewusst an dem dran, was Ihnen zusteht und Das werden wir tun.
halten Sie mich da auch gerne auf dem Laufenden. Ich bin da wirklich interessiert und ich drücke Ihnen alle Daumen und hoffe, dass Ihr Anwalt da noch viel für Sie erreichen kann. Der einzige Punkt, den ich jetzt Ihnen noch gerne nochmal ganz deutlich sagen möchte, ein Impfschaden verjährt nicht. Das heißt, Sie haben natürlich nicht alle Zeit der Welt, aber den anderen läuft die Zeit davon. Verstehen Sie, was ich sagen will? Ja, das verstehe ich. Ja. Das ist der Punkt. Und das ist die Gewissheit, die Sie einfach haben. Vielen Dank, dass Sie sich auch nochmal hingesetzt haben, auch noch Ihre Sichtweise gesagt haben. Ich halte das immer für wichtig. Das eine sind die Schicksale der Menschen, aber dann ist ja eben auch noch nicht nur die starke Frau dahinter, sondern oft auch eben eine Familie, die ja alle auch einen starken negativen Einfluss auf ihr Leben haben. Deswegen fand ich das auch gut und mutig, dass Sie sich da auch nochmal zu geäußert haben und vor allem aber auch wichtig für unsere Zuhörer, dass Sie das eben auch nochmal aus der Perspektive erzählt bekommen haben. Sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen.